Was tut sich in der Welt der Fußballschuhe? Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars gibt's jetzt in der neuen Folge der Fußballschuh-News. Das macht tatsächlich eher weniger Hoffnung und damit willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingsformats Fußballschuh-News mit den neuesten Informationen aus der Welt der Fußballschuhe. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die neue Folge, denn es tut sich wieder einiges. Unter anderem ein absolutes Special Pack, was heute gedroppt ist, haben wir natürlich für euch auch mit am Start. Außerdem ein Thema, was mich eher wieder ein bisschen negativ macht, meine Hoffnung ein bisschen zerstört. Alle Infos zu den Fußballschuhen deiner Lieblingsstars gibt es wie immer jetzt in der neuen Folge der Schuh-News. Bevor wir reinstarten in die heutige Folge, es gibt einige Infos bzw. einiges zu klären. Zum einen, ihr habt es gehört, neues Puma-Pack haben wir natürlich auch am Start. Schon mal hier ein kleiner Sneak Peek, Puma Ultra und hier ein Puma Future, den es so auch noch nie gab. Kranke Sohle und optisch extrem auffällig. Dieses Pack wird natürlich auch heute in der Folge eine Rolle spielen, aber dazu gibt es auch nochmal ein extra Video. Ich wollte euch nur kurz mal Info geben, es ist limitiert. Es sind schon einige Größen ausverkauft gewesen heute Morgen. Das heißt, findet ihr natürlich unten verlinkt, falls ihr euch das neue Elements Pack sichern wollt. Gibt nochmal mehr Infos heute in der Folge. Außerdem, ich hoffe, ihr habt es mitbekommen, es gibt ein neues Video mit Wakes und zwar eine Real-Life-Footrough-Challenge. Und üblich dazu gibt es auch ein Gewinnspiel. Am Ende der Folge zeige ich euch, was ihr gewinnen könnt und wie ihr mitmachen könnt. Und auch nochmal eine Info für mein Format, wo ich auf eure Fußballschuhe reagiere. Da kommt nächste Woche Folge Nummer 2. Wenn ihr dabei sein wollt, schickt ein Video von euren Fußballschuhen im Querformat an die unten in der Beschreibung eingegebene E-Mail-Adresse. Dann seid ihr mit etwas Glück in der nächsten Folge dabei. Dort gibt es dann tatsächlich auch einen Fußballschuh zu gewinnen. Also alle, die einsenden, haben die Möglichkeit, einen Fußballschuh zu gewinnen. Deswegen schaut gerne die letzte Folge ab. Schaut gerne die letzte Folge an, da gibt es alle Infos. Und mit etwas Glück seid ihr bei einer neuen Folge dabei. Ich würde sagen, jetzt aber genug gelabert, wir starten rein. Starten wir also rein in die neue Folge der Fußballschuh-News und mit einem sehr, sehr spannenden Leak, den wir schon oft hatten als Blackout-Colorway. Denn im Sommer ist es ja endlich soweit. Es wird eine neue Generation des Nike Tempo Legend kommen. Haben viele gefragt, wann gibt es diesen Fußballschuh endlich wieder? Bei den letzten Packs leider nie dabei gewesen. Jetzt ist es aber soweit. Es zeigt sich immer mehr, dass der Schuh wohl im Sommer endlich kommt. Und wir haben jetzt hier auch einen Leak zu einem sehr, sehr coolen Colorway. Ich blende es euch mal ein. Das wird wohl ein Pack sein, was uns im Sommer erwartet. Da sieht man auch die neue Nike Tempo Legend Generation. Es wird ein veganer Fußballschuh, das ist schon bestätigt. Es wird kein tierisches Leder mehr sein, wie es bisher der Fall war. Also kein Känguru-Leder mehr, sondern das Ganze wie beim Puma King auch vegan. Da bin ich mal sehr gespannt, was der Fußballschuh drauf hat. Colorway schon mal sehr vielversprechend, finde die Form auch absolut ansprechend. Ich glaube, der sieht on-feed sehr cool aus, weil weiterhin das klassische Design da ist, aber trotzdem ein bisschen moderner. Den Schuh werden wir uns natürlich genauer anschauen. Wenn ihr das Video dazu nicht verpassen wollt, gerne mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Kommen wir zum angesprochen heute präsentierten Puma Elements Pack. Sehr, sehr krass, dass Puma da wieder rausgehauen hat. Ein sehr auffälliges Pack mit dabei ist natürlich der Puma King Ultimate, der Puma Ultra Ultimate und der Puma Future Ultimate. Also die drei Silos haben hier ein sehr, sehr krasses Colorway bekommen. Das werden wir uns natürlich am Wochenende genau im Video anschauen. Wir haben alle Fußballschuhe für euch da und auch abgedreht in Action am Platz gezeigt. Seid gespannt, das Ganze kommt dann am Samstag online. Falls ihr euch die Fußballschuhe sichern wollt, die findet ihr natürlich unten verlinkt. Ist eine sehr, sehr spannende Story, was dahinter steckt. Limitiert, krasse Chromelemente, all Details. Wollen wir uns aber natürlich aufheben fürs Video dann am Samstag. Kommen wir zum angesprochenen Thema der heutigen Folge. Und zwar haben wir uns da vielleicht ein bisschen zu viel Hoffnung gemacht. Die Rede ist vom Adidas X Speed Portal. Da haben wir ja schon so ein bisschen drüber gequatscht, dass auch viele von euch gesagt haben, der Speed Flow war eigentlich der bessere Fußballschuh. Das O-Material einfach flexibler, weicher und angenehmer. Da habe ich aber dann ein paar Leaks gesehen, wo es aussah, als wird es beim neuen das O-Material deutlich anders sein. Jetzt gibt es aber ein spannendes Video, wo man diese Blackout-Schuhe, die wir ja schon sehr häufig bei den Spielern on-feed gesehen haben, im Detail sieht. Und man muss tatsächlich sagen, was das O-Material angeht, scheint es wohl doch nicht so ein großer Unterschied zu sein. Wirkt relativ ähnlich, dieses leicht plastikähnlich, was mich so ein bisschen stört, scheint wohl weiter im Fußballschuh im Start zu sein. Es wird auch keine Speedframe-Außensohle im klassischen Sinn mehr geben, also der Carbitex-Einsatz wird leider jetzt auch beim nächsten Generation nicht mehr dabei sein. Finde ich ein bisschen schade, weil er jetzt doch relativ ähnlich aussieht. Ich habe aber noch Hoffnung, dass es einfach nur beim Blackout-Colorway so aussieht, beziehungsweise da noch gar nicht die finale Version ist.
Weil der X einfach für mich der geilste Adidas-Fußballschuh ist. Deswegen habe ich da sehr, sehr große Erwartungen. Und ich glaube auch, dass die neue Generation da hoffentlich eine kleine Verbesserung darstellt, wieder ein bisschen mehr zum Speedflow geht, weil das war einfach ein ultra starker Fußballschuh von Adidas. Kommen wir zum Thema New Balance, genauer gesagt zu den zwei Silos. Da haben wir natürlich zum einen den New Balance Furin, den kennt ihr natürlich ausführlich auch in unserem Video mit Sadio Mané zusammen. Da gibt es auch einige spannende Spieler, die diesen Fußballschuh tragen. Sadio Mané, Bukayo Saka und Raheem Sterling. Beim Tequila, beim Laceless-Fußballschuh, sieht es leider nicht ganz so gut aus. Da sind relativ wenige Spieler. Harry Elliott beispielsweise spielt den, aber mit Schnürung. Jetzt soll es wohl ein weiterer Spieler geben, der auch diesen Fußballschuh damit nach vorne bringen soll. Und die Rede ist von Raheem Sterling, denn ich blende euch mal ein Bild ein. Wir sehen hier, es sieht erst aus wie ein New Balance Furin, aber tatsächlich auf der Außenseite erkennbar, es ist der Tequila, auch mit Schnürung. Aber krass zu sehen, dass er wohl zum Tequila wechseln wird. Das Ganze kursiert jetzt schon in der Fußballschuhwelt etwas länger, dass Raheem Sterling den Tequila übernehmen soll. Einfach, dass auch dieses Silo ein Spieler hat, der den Fußballschuh dann ganz gut bewerben kann. Ob das Ganze dann wirklich so kommen wird, bleibt spannend, aber meiner Meinung nach würde das Ganze auf jeden Fall Sinn machen. Kommen wir nochmal zurück zum Adidas X und zu dem Thema, dass ich den Fußballschuh immer noch sehr gut finde, logischerweise aber nicht mehr so krass feier wie den X Speedflow, und das geht auch manchen Spielern so, denn auch bei Thomas Müller ist in letzter Zeit aufgefallen, dass er beim Adidas X hier eine Custom-Version spielt, und zwar mit Schuhzunge, so wie auch Lionel Messi ist das Ganze angepasst. Bei ihm kann man bei Bildern sehr, sehr gut erkennen, sehr hohe Schuhzunge, ebenso wie bei Messi, wie angesprochen. Krass zu sehen, dass viele hier eher wieder auf eine ältere Generation zurückgreifen. Der X war immer sehr, sehr stark. Manche Spieler bevorzugen eine Schuhzunge. Das wäre jetzt auch nicht ganz so meins, aber Thomas Müller und Lionel Messi dürfen sich das Ganze natürlich erlauben. Schauen wir im Training vorbei, und zwar bei Juventus Turin, für die es ja auch in der Europa League noch spannend wird. Und zwar, wir sehen im Spiel getragen von Paul Pogba seinen Signature-Fußballschuh, den wir ja schon sehr lange gesehen haben, ihn aber mit dem Schuh leider noch nicht, weil er lang verletzt war. Aber umso cooler zu sehen, dass er den jetzt aktiv wieder spielt, war nämlich ein sehr starker Signature-Fußballschuh von Adidas. Nicht so wie beim Messi-Signature-Schuh, sondern wirklich extrem geiles Design, was Adidas da rausgehauen hat. Dazu hatten wir auch schon mal ein extra Video, ich hoffe, ihr kennt es noch, wo wir diesen Fußballschuh, den Pogba-Fußballschuh, nochmal im Detail gezeigt haben. Wie es da weitergeht mit Adidas, ist ja so ein bisschen fraglich, weil es sehr, sehr ruhig lange Zeit um ihn jetzt war. Ich hoffe, er kommt wieder zurück in Form, weil es einfach ein ultra krasser Spieler ist, wo auch schon sehr, sehr heftige Fußballschuhe ja am Start hatte. Für die Fußballschuhwelt wäre es also auf jeden Fall wichtig, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Kommen wir dazu zuletzt noch zu einem sehr, sehr coolen Post von Jamal Musiala, und zwar darauf zu sehen, Leroy Sané und er mit den aktuellen Nike McQueen Modellen. Bei Jamal Musiala ist es der Fußballschuh aus dem aktuellen Main Pack von Nike. Ein pinker Fußballschuh ist natürlich sehr, sehr gewagt, aber ihr kennt ihn auch aus unserem Playtest. Ich feiere den Schuh tatsächlich mega, auch wenn ich mich wahrscheinlich nicht ganz trauen würde, den zu spielen. Aber auf jeden Fall ein starkes Colorway, was mittlerweile auch schon reduziert ist, findet ihr natürlich unten verlinkt. Und bei Leroy Sané das aktuellere Colorway, und zwar aus der 25 Jahre Jubiläumsedition, gibt es hier auch den Nike Vapor. Wir hatten im Video den Nike Superfly. Ist ja einfach ein Fußballschuh, 25 Jahre Nike McQueen, einer der besten Fußballschuhe überhaupt, hat da ein Jubiläums-Colorway bekommen, was auch von einzelnen Nike-Spielern getragen wird, auch Kylian Mbappé beispielsweise, mit diesem Fußballschuh unterwegs. Und die On-Feed, On-Pitch zu sehen, ist für mich immer eine absolute Freude, weil wenn ich Bundesliga gucke, schaue ich auch teilweise mehr auf die Füße als auf den Ball. Aber cool zu sehen, vor allem bin ich mal gespannt, wie es da in der Meisterschaft weitergeht. Da wird mich mal eure Meinung interessieren, wer wird es machen? Zum einen Bayern oder Dortmund, wer wird Meister? Und zum anderen, wer oder welche beiden Mannschaften steigen direkt ab? Bin mal gespannt auf eure Meinung und euer Fazit, gerne mal unten in den Kommentaren dalassen. Kommen wir also noch zum spannenden Teil, und zwar dem Gewinnspiel mit Wakes. Ihr habt es hoffentlich mitbekommen, neues Video kam online, und dort verlosen wir den Nike Dreamspeed 006. Den kennt ihr hoffentlich aus unseren Videos. Das Ganze ist wieder sehr, sehr simpel. Ihr müsst einfach nur den Kanal von Wakes abonniert haben, meinen Kanal abonniert haben und unter dem aktuellen Video oder auch unter dem letzten Video einfach nur Kommentar mit Hashtag CR7, weil es der CR7-Schuh ist, da lassen. Das ganze Gewinnspiel läuft wieder eine Woche und wird dann natürlich bekannt gegeben. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Lasst gerne einen Kommentar da. Und wie gesagt, in der neuen Folge Fußballschuh Reactions. Schickt gerne eure Videos ein. Da gibt es auch wieder einen Fußballschuh zu gewinnen. Einfach mit dem Handy eure Fußballschuhsammlung oder eure Fußballschuhe. Muss auch keine Sammlung sein. Abfilmen, per E-Mail an mich schicken, und dann seid ihr mit etwas Glück dabei.
Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht und natürlich auch beim Gewinnspiel dann dabei seid. Das war's auch schon wieder zur heutigen Folge der Fußball-Junios. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und Fazit. Lasst gerne eure Meinung zur heutigen Folge unten in den Kommentaren da. Außerdem, ihr habt es gehört, es gibt am Wochenende noch ein extra Video zum neuen Puma Elements Pack. Bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Wie gesagt, am Wochenende ein extra Video. Außerdem, wenn ihr meine Arbeit supporten wollt, das Ganze unterstützen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke, so bleibt ihr auf dem aktuellen Stand. Und wie gesagt, das Ganze ist kostenlos, unterstützt meine Arbeit enorm. Unser Ziel 100.000 Abonnenten. Außerdem macht mit beim neuen Format, wo ich auf eure Fußballschuhe reagiert. Die E-Mail-Adresse ist natürlich unten verlinkt. Das wär's zum heutigen Video. Bis dahin, Leute, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.